Hallo, hallo. Heute möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie man mit einer Belichtungskorrektur diese Zeichnung hier in den Augen deutlich hervorheben kann. Und zwar mit einer einzigen Einstellungsebene, das hier Belichtung, hat man hier die Werte Belichtung und Gammakorrektur. Diese zwei Werte geben wir jetzt mal an, einfach mal nach Gefühl. Photoshop legt hier gleich mit einer Einstellungsebene eine weiße Maske mit an, mit Steuerung I. Invertiere ich mal die Maske und mit einem Pinsel, das Pinselwerkzeug, einer weißen Vordergrundfarbe, male ich hier diese Bereiche wieder frei, die ich betonen möchte. Das Ganze auch hier. So, hier ist darauf eben zu achten, dass man nicht hier in den schwarzen Bereich reinmalt und auch nicht so hier in diesen weißen Bereichen, sondern wirklich nur genau innerhalb dieser Iris. So. Da man meistens im Vorhinein nicht weiß, wie man diese Werte setzt oder wie hoch man diese setzt. Ich habe sie am Anfang einfach nach Gefühl einfach mal hochgedreht. Und sobald ich die Maske gezeichnet habe, kann ich diese Werte dann jetzt da anpassen. Je nachdem, wie es in mein Gesamtbild passt, beziehungsweise wie es auch dem Model passt. Einfach mal ein bisschen probieren. In diesem Fall weiß ich, die Dame hatte sehr schöne, strahlende blaue Augen. Ist mir circa diese Werte. Also eine Belichtungskorrektur erstellen, die Maske invertieren, mit einem weißen Pinsel diesen Bereich wieder freimalen und ein bisschen mit den Einstellungen spielen. Ein kleiner Effekt, aber doch sehr wirksam. Viel Spaß beim Probieren. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.